Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, auf dem Marsch. Ja, stehe im Stau verursacht. Jo, verkehrt eingestiegen. Einmal weiterfahren, ne? Beziehungsweise, da lehnen wir ab. Ich möchte nur was bauen. War Plantagen. Ja, Gülle habe ich hergefahren gestern, das muss immer reichen. Ja, das ist mal. Ja. Schau mal, ne? Dünger ist auch bald wieder voll, da kann man bald mal eine Fuhre verkaufen oder so, ne? Gülle könnte ich fahren lassen, ne? Ja, man Gülle fahren. Ja, Winter ist immer blöd, aber wie gesagt, wir haben ja auch andere Arbeit. Wir können. Ach, Schafe willst du erst machen. Schafe ist zuerst. Schafe sind zuerst. Die brauchen eine Weile, bis die dann. Die stellen wir hier so rein. Schafe kaufen. Wo ist er? Gehen wir rüber. So, wo wir da drüben was machen können. Ne? Also da hier. Also hier ist ja genug Platz. Gleich mal den Traktor schnappen. Anhalten, gucken, wo die Kurse sind. Das ist der nächste. Ja, der kann ja fahren. Ne? Mit der Idee. Die lasse ich wieder hinstellen in den Schafstall und dann, ja, dann haben wir die Scheiße nicht, aber das ist halt dann schlecht, wenn wir da wo die Kurse parkieren, ne? So. Irgendwo ist der Mauspfeil, weiß nicht wo. Da, ne. Jetzt die Kurse. Ja. Da sind welche. Da oben. Da oben. Die Straße muss frei bleiben. Oh. Und hier können wir beginnen. Oder Traktor steht praktisch. So, mal gucken. Ja, alles versorgen können mit Heu und so. Gegessen. So. Verkehrte Menü. Ach Gott, hat er alle das sortiert. Das ist gut. So, jetzt mehr oder weniger genau. So. Pferde, Hühner, Fett, Blut. Das andere, ne? Nehmen wir einen großen Stall. Der gibt mir eine Breite. Ich möchte ja praktisch, dass wir da den Platz auch nicht zu sehr verschenken, ne? Und drüben müsste eigentlich frei sein, ja. Das müsste dann hinkommen. Genau. Gleich Schnee geräumt, ne? Mal gucken hier. Das sieht gut aus. Alles schön. Keine Wege blockiert. Naja, ein zweiter Stall immer noch ein Person, ne? Da können wir noch einen zweiten hinsetzen, genau wie über. Auf der Wasser. Der war auch Wasser. Das ist schlecht. Hier kommt Wasser rein.
Ach, Schafsmilch. Die Milch wollen wir nicht haben. Wäre eher wie ein Kuhstall, ne? Also Schafe geben normalerweise nur im Frühjahr Milch. Aus technischen Gründen. Ja. Nicht so bei Kühe, dass sie eigentlich nur... Ja. Wo kommt Wasser rein? Jetzt hier vielleicht, ne? Ja, Symbol ist da. Das ist hier blöd, dass wir noch in den Stall fahren müssen, ne? Ich könnte einmal Heu holen und einmal Stroh. Mal schauen. Also Schneefahren ist ja eine Katastrophe, ne? Eine Rutschpartie. Im Grunde müssten wir so ein Heulager hier hinten aufstellen, normalerweise. Ein bisschen separat haben. Mach mal aus, die Kurse. Die erinnern sich. Holen wir Heu. Müssen wir garantiert zum zweiten Lager fahren. Erstes war leer. Blöd. Ja, egal. Ja, anscheinend kommen die Fahrzeuge mit dem Winter zurecht. Also. Geht auch nicht. Ja, eigentlich wenn die Schafe im Frühjahr geschoren, im Juni, also na gut, schon fast Sommer, ne? Im Juni, wenn der Wetterrichter sagt, die Schafskälte kommt oder ist da, das ist der Zeitpunkt, wo die Schafe geschoren werden. So, die Lämmer kommen ja eigentlich zu Ostern normalerweise, ne? Einige sind ganz gerne dann Lamm zum, ja, zum Mittag, ne? Ich bin da nicht der Fall, also mit Schaf haben wir es nie so gehabt bei uns zu Hause. Aber Lamm soll noch nicht so ganz extrem nach Schaf schmecken, das ist nicht so ganz so dramatisch. Ansonsten soll es, ja, anscheinend, also ich habe es noch nie probiert, ich werde es auch nicht probieren. Ich bin mit Schwein und mit Rind und Huhn und Ente ganz zufrieden, von der Abwechslung her. Ente so eher im Winter, Spätherbst und ja, Huhn mal zwischendurch. Ansonsten Regel Schweinebraten. Auch mal Rinderbraten, auch mal, das ist nicht so eine Frage, weil die Preise sind schon dann teuer. Überlege ich auch bald mal was probieren. Ich glaube, ein Tschechien billiger ist, da mal hinfahren. Muss ich mir erst einen Gefrierschrank kaufen, damit wir ein bisschen mehr reinpacken kann. Sonst ist das auch sinnlos. Aber zum Testen. So. Ja, sind 80 Kilometer, so ein Stückchen zu fahren. Das ist das nächste Problem. Problem nicht, aber das ist halt so. Ne? Also hier im Lager wird nichts sein, da sind wir drüben fahren, da sind zwei Lager voll. Interessant wäre so ein Fahrsimulator für mich, aber wie gesagt, das ist ja auch teuer. Tja. Das wäre die Steigerung dazu. Zum aktuellen. Aber ich weiß nicht, ob der Monitor das so beträgt, wenn das ganze System noch links und rechts kippt. Das ist ja auch eine starke Belastung. Für die Haltung ist das, glaube ich, nichts. Für die Kleinen vielleicht nicht so, aber für Großen ist es schon schwer. Und da würde ich nicht so mit Vorsicht genießen. Ne? Ja, mal einen Anhänger und zum
Lot. Müssen wir halt kurz Abladepunkt einfahren. Mal gucken, was überhaupt noch ein Lager ist. Ne? Also, jetzt haben wir Dezember, Ende. Weiß ja nicht, wie der Futterroboter. Da geht ja recht viel rein. Also, eigentlich ist das ein bisschen unrealistisch. Also, gerade bei Silage ist das ein bisschen. Die wird ja mit der Zeit schlecht, wenn die länger Zeit an der Luft dran ist. Ne? Also, da müsste eigentlich eine Menge her. Und jeden Tag oder jeden zweiten Tag neu. Oh, die Bäume haben da kein Schädel drauf. Ist das Absicht? Was sieht denn so aus? Ach, das sind die anderen Bäume, Hintergrund. Ah. Das sind ja die Deko-Bäume, in Anführungszeichen, das war die Grenze der Karte. Da ist der Wald ja weg. Und viel mehr Wald werde ich nicht machen. Also Forst und so. Sägewerk, na gut, das ist jetzt, muss die anderen auch schon gemacht werden. Oh. Ah, scharf. Mal gucken, was wir hier an Heu zu liegen haben. Doch. Hier ist noch sehr gut gefüllt. Heu ist hier voll. Und aktuell fährt noch einer, ne? Und hier ist Heu. Ja. Wird mein gut wie alle. Die Lage haben wir reichlich. Das ist ja reichlich. Könnte mehr sein, ne? Arbeitskollege hat mir gesagt, hier Silagebahn verkaufen, das macht keinen Sinn, das ist verdient zu wenig. Hauptproblem ist, wenn sie alle brauchen, hat keiner eine Silage. Im Prinzip jeder nur das anbaut, wie es gerade so hinkommt, mehr oder weniger. Und keiner lagert groß ein von schlechten Zeiten. Weil im Prinzip hat Lager ist totes Geld, aber wenn man Futterreserve haben will, wäre es gar nicht so schlecht. Ne? Und das Jahr werden sie viele froh sein, wenn sie Heu gerade so noch hinbekommen für das nächste Jahr, ne? Regional macht ja hier und da mal anders sein, aber im Großen und Ganzen ist ja zu wenig Witterung dafür, ne? Also für Fallen, die aber das ist einfach zu nass im Regen und so, ne? Dann können wir gleich mal Stroh einfahren hier und dann geht hoch, dass die Meldung weggeht. Mal sehen. 15 Uhr noch eine spätere Meldung, muss der Mist und so wieder verteilt werden, Fermentiermist. Ja, angeblich soll es für 4 Wochen dauern, bis es geprüft ist, noch 4-6 Wochen. Bei Terra Life. Ja, das ist halt so, ne? Nicht neu reinfallen, hochgreifen. Mal eine Ladung Heu hin und dann eine Ladung Wasser. Einen großen LKW. Oder was hinkriegen. Im Hof haben wir so einen Tank. Da können wir voll dran. Müssen ja nicht ins Kram einfahren. Das ist ja auch.
Oh, schmeckt wieder raus. Ach, ist das auch mal. Gut, letzte Folge war die Kamera. Die Kamera flackert ab und zu mal. Nicht. Auch nicht ideal, ich habe gefunden. Lustige Jugend werden normalerweise auf. Ja. Ich hab beinahe gesagt, das lohnt sich nicht, weil ja ein neuer Rechner kommt, aber das ja nicht. Hab mir vorgenommen, dass ich keinen Rechner kaufe. Weil ja die Grafikkarte kommt ja jetzt die 50er Generation. Ich meine, gut, wenn ich kaufe, dann kaufe ich die beste. Warum kleckern man kosten kann, ne? Ne, das ja nicht. Das ja will ich das aufschieben auf in 2 Jahren praktisch. Oder 2,5. Oh Mann. Ne. Ja, ne, aber ich denke, Winter ist ja, Winterreifen haben die ja nicht, ne, oder? Traktorenreifen, Winterreifen? Gibt's doch nicht, ne? Wüsste ich jetzt nicht. LKW schon, aber der Schnee ist allgemein kein gutes Fahren. Aber Winterdienst gibt hier keinen, ne? Das ist ja auch selber machen hier. Dann wären es ja meine Straßen. Dann müsste ich alle, die jetzt Autos fahren, Pacht bezahlen oder Maut. Aber Steuern zahlen wir auch keine. Von daher wollen wir nicht erwarten, dass die Steuern Straßen gerümmt werden. Da geht's gar nicht. Das soll ich nicht. Der wird noch die Woche so schwül an, die ganze Woche. Mein Wetter sagt nicht. Nee, mach ich auch nicht. Hier war heute voll. Ach, hier war dein LKW heute da gewesen. Schaf mal rein. Können wir einen Abladepunkt für Schafe machen, für Heu und. Muss ich mal da meckert hier wegen der Türkei, die wir da sind. Geht rein. Schiebt den vorwärts, ne? So verdammt mal wie's. Dass er den Punkt immer hat. Wasser noch rein und Stroh. Wollen wir gleich mal Stroh holen? Da könnten wir auch die anderen Ball nehmen, ne? Okay. Aber das ist schon komisch, dass mit einem neuen Treiber das Spiel aufhört. Das ist schon sehr komisch. Bedenklich, bedenklich. Was haben wir jetzt hier drauf? Kann man nicht sehen. Jetzt zeige ich nicht mehr da. Abhängen wohl ich nicht. Ich Wasser. Wie Wasser haben wir nicht hier. Ja, alles schon, das soll schon voll gewesen sein. Ich sage mal schon Dank, dass Sie reinschauen. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.